So, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fire Emblem The Sacred Stones. Küste von Renwall sind wir dran. Und da niemand was gesagt hat, werde ich es fertig machen ohne. Ihr wisst schon. Das Haus, ja, hatten wir. Wenn nicht, ist es halt mein Fail. Wurscht. Wie weit kommst du? Ja, dann setze ich Erika hier. Ja, Erika kann ich gar nicht bewegen. Egal, Ente. Jetzt kann ich Erika bewegen. Zack, zack. Warten. Erika hätte gerne ein bisschen Heilung. Ehrlich gesagt, Vanessa auch. Ja, Vanessa kommt später dran. Retten. Ah, du kommst so weit, dann kann ich dich einfroren oder? Ja, einfroren. Warten. Ah. Ente. Hastet mal langsam durch. Geht hier fast auf keine Kuhhaut mehr hier. Absetzen. Jetzt hast du, glaube ich, nur noch deine normale Reichweite. Ja. Also bist du da durch. Und ich kann Seth noch ein bisschen weiter nach vorne setzen zum Abfangen. Dann noch die normale Reichweite ist, können wir mit den anderen jetzt auch normal durchziehen. Franz. Warten. Möglich, dass ich das Kapitel jetzt auch künstlich in die Länge ziehe. Ich denke mir, ihr seht mir nach. Ja, ist freigehauen. Komme, was da wolle. Können wir so stehen lassen. Stab, Heilung, Erika. Erika kommt ja mit dem Stahlschwert relativ gut zu Potte. Kann man so sagen. Warten. Seth, zieh mal hier runter. Warten. Wie weit kommst du? Gut, dann stelle ich dich ein nach oben. Warten. Und dich auch. Warten. Joshua. Zieh mal davor. Und warten. Ente. Vorbei. Ich speede wieder. Bogenschütze. Erika. Stell dich mal hier hin. Watson. Jetzt kommst du nicht mehr dran vorbei. Arthur. Angriff Blitz. Und der reicht auch aus. Eins. Zwei. Da ihr nichts gesagt habt, werde ich ganz normal weiterspielen. Also nichts gesagt hat, so von wegen, hey, neu anfangen, damit wir Qualm haben. Spiele ich ohne Qualm, Fail ist Fail. Ist zwar ein bisschen schade drum, aber wen stört's? Warten, Ente, den Bogenschützen möchte ich noch. Erika, Angriff, Stahllanze, 12 zweimal reicht. Mhm.
Da musst du auf einmal anfangen zu critten, ist klar. Die gammeligste Wachstumsrate und dann fängst du an zu critten. Warte. Franz. Nehmen. Erika. Absetzen. Da links. Warten. Vanessa. Retten. Ein bisschen weiterziehen. Warten. Ende. Warum mache ich das ganze Spielchen denn jetzt wohl? Hm? Ganz einfach, ich möchte, dass Erika mal wieder finishen darf. Wenn kann. Dürfen tut es sowieso. Stopp. Heilung. Rups. Da wir nicht klauen dürfen, wie viel Schaden kriegen wir dann nochmal reingewirkt? Bei der Hacke? Ja, momentan gar keinen. Wenn wir rangehen, klar, mit der Hacke würden wir da nicht angreifen. 10. Wir würden 10 kassieren. Dann stelle ich mich doch mal hier hin und versuche mit der Hacke zu treffen. Unsere Ballista haben versagt. Wie konnte das geschehen? Oh, jetzt liegt es wohl an mir. Ja, alle anderen sind weg. Gut gemacht, Ross. Ende. Langspeer. Und da hat die Hacke natürlich Vorteile. Naturellement. Stab. Heilung für Ross. Hacke. Nochmal 9, dann hätte er 10. Wir müssen nur treffen. Die Chance ist relativ gut. Erika, Stahlschwert 5 ist zu wenig. Rapier 16. Zweimal. Erika kann jetzt schon finishen. Aber ich greife erstmal mit der Hacke nochmal an. Und dann kommt Erika. Oder auch nicht. Franz, du hattest auch eine Langlanze, ne? Ja, hattest du. Also ein Langspeer. Du musst nur treffen. Ja, jetzt bin ich zufrieden. Ja, für alle möglichen nochmal ein bisschen Erfahrung. Deswegen habe ich das jetzt gemacht. Aber jetzt macht Erika den Finish. Mit dem Rapier. Lotterado. Oh. Level up für Erika. Genauso wie es geplant war. Level 12. Wow, endlich mal ein Stärke dazu. Ritterwappen erhalten. Hätten wir doch nicht, brauchten wir den Kolben doch nicht, um das Ritterwappen zu kriegen. Egal, besetzen. Mein Bruder hält sich irgendwo in diesem Schloss auf. Seth, wir müssen hineingelangen. Wartet, Lady Erika. Seht doch, in den Schatten, eine Gestalt. Ah, ein feindlicher Soldat. Prinzessin Erika und seid ihr das, Seth? Ja, Sir Urson. Warum seid ihr hier? Ihr solltet doch bei Prinz Ephraim sein. Seid ihr in Ordnung, Urson? Wenn ihr hier seid, muss auch mein Bruder hier sein, nicht wahr? Ja. Prinz Ephraim und ich wurden von Grado gefangen genommen und hier als Gefangene gehalten. Es ist mir soeben erst gelungen, meinem Gefängnis zu entkommen. Eine Chance zur Flucht, dafür habe ich gebetet. Orson, wie geht es euch? Euer Gesicht ist so bleich. Grados Männer, sagt nicht, sie haben... Nein, es ist nichts. Aber Lord Ephraim, ich kann nicht sagen, ob er unversehrt ist. Was? Wo ist er? Wo ist mein Bruder?
Wenn er noch am Leben ist, muss er in einer der tiefer gelegenen Zellen sein. Dort, wo auch ich eingekerkert war. Folgt diesem Korridor ins Verlies, schnell, bevor Verstärkung eintrifft. Ich danke euch. Damit haben wir Kapitel 7, Küste von Redenwald, abgeschlossen. Wie schon angekündigt, es war ein relativ kurzer Part. Ich hoffe, ihr seht es mir nach und seid dann beim nächsten Part auch wieder dabei, wenn es dann heißt Let's Play Fire Emblem The Sacred Stones, Kapitel 8. Welches es ist, ihr werdet es dann sehen. Bis dann, ciao.